Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. Heute habe ich nochmal ein Plotter-Video für euch mit dem Silhouette Cameo 4. Den haben wir jetzt ja hier, dank hobbyplotter.de. Den haben wir nochmal dank einer Kooperation mit Hobbyplotter. Und ich möchte heute euch mal diese Pixscan-Funktion etwas erklären. Damit kann man Bilder selber designen und einscannen lassen oder auch aus fertigen Bildern ein bisschen was ausschneiden lassen. Das ist nicht ganz so gut wie die Funktion beim Brother, aber es ist eine Möglichkeit, sich das Ausschneiden zu erleichtern oder eben eigene Designs einzuscannen und auch ausschneiden zu lassen. Ich mache heute nur eine ganz kurze Grunderklärung darüber, ausführlich, da muss ich mich damit selber auch nochmal beschäftigen. Aber im Prinzip ist es wirklich easy und ich bin echt ganz gut begeistert von dieser Funktion, muss ich sagen. Also es ist schon ein Stück weit eine Alternativfunktion zu dem Brother Scan and Cut von der Funktion her, weil es auf jeden Fall besser geht mit eben vorgefertigten Sachen als jetzt zum Beispiel bei dem Cricut Maker. Bei Cricut ist das ja nicht so wirklich möglich, da nur über Überdrucken und sowas, also über Umwege mit Passmarken und sowas. Also da ist eben vor allen Dingen das Problem eben aus einem fertigen Stück Papier. Zum Beispiel also aus dem Designpapier etwas ausschneiden zu lassen, ist da quasi nicht möglich. Also ich habe da noch keine Möglichkeit gefunden. Hier geht es eben um wen. Und das erkläre ich euch nochmal kurz, wie das eigentlich einfach geht. Das ist auch nicht schwierig. Ich wechsle dazu zwischendurch wieder kurz in die Bildschirmaufnahme gleich am PC, um euch das dann zu erklären. Und dann zeige ich euch auch das am Plotter kurz. Ich mache das dann, versuche wieder mit Bild und Bild zu arbeiten. Ich versuche das Ganze auch nicht so lange zu machen. Kurz Hinweis, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dem Cameo 4 oder auch an Brother Plotter, die haben auch die SDX-Serie, also die SD-Serie, die Scan and Cut-Serie haben sie da und jede Menge Zubehör für Plotter, also sprich Schneidematten, Vinylfolien, also was für Plotter haben sie da, jede Menge. Wenn ihr da was sucht, schaut gerne mal rein bei hobbyplotter.de, die sind wirklich super nett. Also bei der Bestellbestätigung beim Support, wenn man Fragen hat, die sind super nett, beraten gerne, liefern auch schnell, alles übersichtlich, man hat ganz viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und ich kann euch persönlich Hobbyplotter wirklich empfehlen. Die haben auch wirklich immer wieder gute Angebote und bei dem Service, den die bieten, bin ich persönlich auch durchaus bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, als jetzt, wenn ich mir das irgendwo sonst im Internet bestelle. Das ist nur meins, wie gesagt. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall auch angebotsmäßig immer wieder. Wie gesagt, der, ich weiß nicht, ob der noch im Angebot ist, aber der war im Angebot und es ist sonst auch von den dreien, von dem Brother, dem Maker und der hier ist er auf jeden Fall der günstigste. Aus dieser Kategorie Plotter in 30,5x30,5 mit eben vielen verschiedenen Funktionen. Wenn man hier auch ein Stiftwerkzeug hat, ein Schneidewerkzeug und noch ein paar andere Werkzeuge, die man da reinladen kann. Ja, also der ist ja auch vielfältig. So, jetzt aber genug Werbung. Nochmal ganz kurz, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, weil euch das gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich einfach super über ein Däumchen nach oben, weil das hilft diesem Kanal, dass der sichtbar bleibt und auch dass er besser gefunden wird, weil mit jedem Däumchen, mit jedem mag ich, was ihr hinterlasst, merkt YouTube, das ist interessant und schlägt es auch mehr Leuten vor und es ist einfach sichtbarer auch für andere. Das heißt, ihr erhöht damit meine Reichweite ein bisschen. Und da würde ich mich einfach darüber freuen, dass ich das hier präsentiere. Und ein Abo freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und wenn ihr dann auf die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und ich freue mich auch immer über einen Kommentar von euch. So, jetzt reicht das aber wirklich. Ich zeige mal kurz, wie gesagt, ich habe den Cameo, ich habe den zusätzlich nochmal per USB angeklemmt. Er hat ihn jetzt auch per Bluetooth gefunden. Das geht ja alles, das hatte ich euch kurz gezeigt. Ist alles kein Problem. Das Programm findet das automatisch. Was man dafür braucht, ist diese Matte. Das ist die Pixscan-Matte. Das ist die Silhouette Pixscan. So nennt die sich, diese Matte. Die braucht man. Und was ihr braucht, ist, da ihr keinen eingebauten Scanner habt, ihr braucht einen externen Scanner. Also wenn ihr zum Beispiel, oft hat man das ja, so einen Multifunktionsdrucker zu Hause habt, also einen, mit dem man auch kopieren kann,
und Sachen einscannen kann. Die meisten haben das ja. Ne? Also der hat oben dann dieses Flachbett drauf, wo man eben Dokumente drauflegen kann, einscannen kann oder eben auch kopieren kann. Wie gesagt, gibt es ja für den Hausgebrauch auch schon, das reicht vollkommen. Also ihr braucht ja kein Mega sonst was, sondern so ein ganz einfacher. Ich habe hier zum Beispiel ein HP Smart oder den Epson. Von Epson gibt es die auch. Und das ist, glaube ich, der 2400er, den ich hier habe oder sowas. Die sind jetzt auch nicht so extrem teuer. Und die haben den Vorteil, dass man den hier hinter nachfüllen kann, also mit diesen Flaschen und so. Falls ihr das nicht habt, das braucht ihr aber. Wie gesagt, ihr braucht einen externen Scanner. So, wie gesagt, dann diese Matte. Ganz einfach. Ne? Ich habe mir auf dieser Matte schon mal das aufgeklebt, was ich jetzt ausschneiden lassen will. Und da ich finde, das gerade rund ausschneiden, also gerade ausschneiden kann ich ja noch, rund ausschneiden finde ich schon echt kompliziert. Und gerade wenn es da mehrere Sachen sind, ist das super, wenn man das einfach mit dem Plotter machen lassen kann, wenn man ihn da hat. Ne? Also genau, die Matte kommt da drauf. Was immer wichtig ist, ist, das zeige ich euch gleich nochmal, dass eine von den Seitenrändern immer voll auf dem Scanbett ist. Das heißt, ich werde sie, dass das hier quasi die lange Seite ist vom Scanbett, auflegen, weil er immer die linke oder rechte Seite braucht, um das zu erkennen. Und dann hat er in der Regel automatisch diese beiden oben und unten Linien mit drin und dann erkennt er das. Er sagt euch auch im Programm, wenn er das nicht richtig erkennt, dann sagt er, legt das bitte so hin, dass ich mindestens eine links- oder rechts Seite erkenne oder die und die Seite erkenne. Das sagt euch im Programm, sagt dann, Bild konnte nicht geladen werden, dann könnt ihr es einfach nochmal machen. Also auch das ist kein Problem, das Programm sagt euch das, das ist also da auch wirklich gut. So, ich wechsle jetzt mal kurz an den Drucker rüber. Ich nehme euch da mal kurz einmal hin und zeige euch einfach nochmal, wie ich das da drauf lege. Und dann wechsle ich in die Bildschirmaufnahme. So, wie gesagt, ich zeige euch das mal einmal kurz nochmal, wie ich die Matte auflege. Wie gesagt, angeklemmt ist es. Den Deckel auf und jetzt gucke ich halt, dass diese Seite, an der ich mir das Papier angelegt habe, auf jeden Fall auf meinem Scannerblatt liegt. Ich lege die da quasi so auf. Ihr seht, so passt das rein. Das heißt, oben und unten erkennt er. Das reicht ihm. Er muss halt immer einmal eine Seite erkennen. Deswegen eine von diesen Seiten, links oder rechts, muss auf dem Scanner liegen, so dass er sie ganz erkennt. Die darf nicht weit drauf liegen, die muss ganz drauf liegen. Müssen wir kurz da, dann kann ich den zumachen. Scan-Vorgang starte ich gleich vom Programm aus. Das nur mal kurz hierzu. So, ich bin jetzt in der Bildschirmaufnahme. Ich habe das Programm schon mal geladen. Also ich habe immer noch die Basisversion von Solar Studio. Man kann das Ganze upgraden, dann hätte es noch etwas mehr Funktionen. Ich glaube, das günstigste ist 15, ich glaube $25 ist, glaube ich, das günstigste. Dann hat man mehr in der Bibliothek, mehr Muster und er kann besser Dateien erkennen und sowas. Also das ist auch nochmal Überlegung. Ich weiß nicht, ob er dann beim Scannen eventuell auch noch Sachen besser erkennt. Ob man dann auch mehr Möglichkeiten hat, das weiß ich nicht. Das werde ich aber nochmal versuchen rauszufinden. Dann sage ich euch da auch nochmal was zu den einzelnen Upgrades, die es für das Programm gibt. So, ich habe hier, wie gesagt, einmal mein Studio offen und hier an der Seite seht ihr ja verschiedene Menüpunkte hier rechts. Und hier ist dieses Symbol, da steht Pix drin. Ne, wenn ihr da drauf, ich habe es dazu gemacht, wenn ihr da drüber geht mit der Maus, sagt auch Pixscan-Bild öffnen. Das heißt, ihr geht da drauf, dann öffnet ihr euch hier rechts dieses Menüfenster. Das ist Pixscan, so heißt auch die Matte. Das ist diese Funktion mit etwas einscannen und ausschneiden lassen. Man kann das Ganze auch über eine Kamera machen, sprich über, also ein Bild auswählen, was man mit der Handykamera oder so gemacht hat, auf dem PC hat oder was. Oder halt hier, dieses Zeichen hier, das ist halt das Scannerzeichen. Das ist das Zeichen für den Scanner. Hier sagt er auch vom Scanner importieren, wenn ihr da drüber geht. Ne, von Datei importieren oder vom Scanner importieren, das sagt er euch auch immer. Und hier sagt er halt, dass man den Scanner verbinden soll. Und das heißt, er muss eingeschaltet sein und natürlich mit dem PC verbunden sein, damit er den erkennt. Er spuckt mir hier den aus. Das ist halt, hier zeige ich da, glaube ich, den an, den er das letzte verwendet hat. Und das ist halt meiner, den ich jetzt habe. Den wähle ich halt an. Und dann sage ich Pix Scan Bild vom Scanner importieren, hier unten. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Dann hört es eventuell im Hintergrund, hört es leise, mein Scanner liegt los. Das heißt, er scannt das Bild jetzt einmal kurz ein. Sagt Bild laden. Jetzt sagt er halt, dass die Auflösung niedrig ist und könnte zu Ungenauigkeiten führen.
Ungenauigkeiten in der Schneidelinie zur Folge haben. Für beste Ergebnisse stellen Sie bitte ein Bild, bla bla bla. Okay, das ist mir aber egal, ich sage trotzdem fortsetzen. Er lädt jetzt das Bild. Und jetzt seht ihr das hier. Links hat er jetzt hier seine Schneidelinie, ist jetzt halt hier ziemlich groß. Er sagt euch hier nochmal, hier an der Seite seht ihr nochmal Cameo. Und halt Pixel Cameo, das ist die Matte, die wir benutzen. Er sagt euch hier Schneiderand anzeigen. Ne, also er würde jetzt hier die ganze Matte schneiden wollen. Das ist der Schneiderand, den er jetzt halt erkennen hat. Man kann das jetzt auch noch drehen, das will ich aber nicht. Schneiderand scannen lasse ich jetzt an. Was ich jetzt aber mache, ist, damit ich ja die Muster auswählen kann, gehe ich jetzt hier drüben auf Formen. Also hier auf dieses Symbol hier, wo jetzt dieser Kreis ist. Normalerweise ist das Rechteck da zu sehen. Man sagt ein Rechteck ziehen, da könnt ihr unten auf der Ecke gehen. Dann öffnet euch hier dieses Fenster und dann könnt ihr andere Formen auswählen. Ich wähle eine Ellipse aus. Ziehe mir die hier schon mal einmal drüber. Jetzt habe ich die und jetzt kann ich das noch machen, dass ich hier oben einmal die Breite und Höhe gleich mache, damit daraus ein Kreis entsteht. Also ich mache aus der Ellipse so ganz einfach einen Kreis, indem ich das anpasse. Wenn ich jetzt hier auf die Maus gehe und auswählen, dann kann ich das Ganze auch verschieben, so dass ich das Ganze auch mittig platzieren kann. Und kann jetzt hier gucken, dass ich eben, ach, das ist noch nicht gleichmäßig, sehe ich gerade, es sind 34,8. Deswegen wundert ich mich gerade, warum das nach einer Ellipse aussieht. So ist besser. So, jetzt sehe ich ja, das ist deutlich zu groß. Nee, du sollst bitte das. Ach, gut. Jetzt muss ich einmal, Entschuldigung, ich muss jetzt einmal kurz das Schloss öffnen, damit ich das unabhängig voneinander eingeben muss. Das hatte ich jetzt gerade vergessen. Also das ist wie in anderen Programmen auch. Wenn ihr das Schloss öffnet, könnt ihr Höhe und Breite unabhängig voneinander einstellen. Wenn das Schloss zu ist, macht das Höhe und Breite immer gleichmäßig. Ich passe das da jetzt einmal erstmal an. So, damit das halt unten wirklich ein Kreis ist. Ihr seht, jetzt ist es unten auch wirklich, hier sieht man das jetzt, dass es wirklich ein Kreis ist. Dann mache ich das Schloss wieder zu. So, warum auch immer du mir das jetzt nicht machst, machen wir das doch bitte mal. Achso, ich habe das Schloss nicht offen. Okay. Ah, jetzt hat er scheinbar gemacht. So, jetzt gehe ich hier nochmal rein und jetzt will ich mir das hier verkleinern. Ich gehe mal auf 25 mm und dann schaue ich mal. Und ihr seht, 25 mm sieht schon echt gut aus. Das passt ziemlich genau. Ich weiß nicht, ob diese Motive wirklich hundertprozentig ganz rund sind. Ja, aber ich kann das jetzt halt noch ein bisschen verschieben. So, und ihr seht, so passt es gut rum. Jetzt gehe ich nochmal auswählen. Und jetzt will ich mir diese ganze Form duplizieren. Wie viel habe ich denn da? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Na gut, ich mache jetzt nicht alle, ich mache jetzt mal ein paar, aber ich kann jetzt diese Form ganz einfach duplizieren. Und dann halt mir jeweils rüberschieben. Ja, ihr seht, also diese Abdrücke sind teilweise auch nicht ganz hundertprozentig rund. Ungefähr so passt, genau. So seht ihr das, dass das drüber liegt. Ich habe jetzt mal 5 ausgewählt, den hier muss ich noch mal gucken. Der gefällt mir in der Position noch nicht. Aber ihr seht, wir können das verschieben. So, kurz gucken, er springt hier immer im Raster. Da muss ich noch mal kurz gucken, wie man das macht, dass er das nicht immer
am Raster ausrichtet. Gucken, ob ich das hier irgendwie. Ja, im Raster ausrichten ist aber nicht. Na gut. Das Gewöhle hat, was er hier oben immer so ein bisschen wegspringt. Ne, jetzt hat das. So, genau. So, jetzt habe ich hier ein paar Schnittlinien gesetzt. Jetzt habe ich hier diese fünf ausgewählt. Und jetzt kann ich schon auf Senden gehen. Jetzt seht ihr das hier nochmal, ne? Die Auswahl, die ihr getroffen habt. Jetzt kann man hier zum Beispiel auch nochmal auf Linie gehen. Das zeigt euch die Linien an. Ich gehe jetzt hier aber wieder auch einfach. Der sagt einem, welches Material geladen ist. Also er hat automatisch Fotokarton ausgewählt. Das ist hierfür auch in Ordnung. Das reicht. Wenn ihr das ändern wollen würdet, könntet ihr hier vorne Mediengröße hat jetzt automatisch ausgewählt. Okay, dann wenn ich das hier in eine andere Schneidematte einsetzen würde, dann könnte ich das Medium. So hat er das Medium automatisch ausgewählt. Das macht er bei der Schneidematte, wählt er automatisch Fotokarton aus. Aber das ist auch in Ordnung. Genau, hier beim Passmarken. So, also ich gehe jetzt nochmal auf Senden. Dann sehe ich, wie gesagt, hier das, was ich euch kurz zeigen wollte. Wo war denn das jetzt? Ich konnte hier doch irgendwo. Noch das Offset auswählen. Genau, ich habe jetzt noch mal einen Kreis angewählt und schaue jetzt gerade mal, hier ist verschweißen. Hier ist genau hier dieser Stern hier. Das ist ein sogenanntes Offset und dann macht er das so. Dann würde er einen weißen Kreis rundherum schneiden. Das heißt, er würde nicht direkt an der Schneidelinie schneiden, die wir erstellt haben, sondern er würde noch mal einen kleinen Rand machen und darüber eben, dass so ein kleiner weißer Rand bleibt. Den kann ich hier auch ganz individuell in 0,1 mm Schritten einstellen, wenn ich zum Beispiel das möchte. Ne? Dann würde er halt immer einen kleinen weißen Rand rumlassen. Manchmal ist das ja schöner. In diesem Falle lasse ich es aber mal weg. Genau. Wenn man jetzt eine aufwendigere Form hätte, müsste man die halt von Hand theoretisch nachzeichnen. Es gibt hier Punkte bearbeiten, ihr könntet ja ein Linienwerkzeug, ihr könntet damit da rumzeichnen, um eine Form. Und hier könntet ihr dann noch die Punkte bearbeiten, um das genauer anzupassen an die jeweilige Form. Das mache ich sonst aber nochmal in einem gesonderten Video. Ich wollte euch heute mal die schnelle Variante zeigen. So, jetzt habe ich hier alles eingestellt. Jetzt gehe ich auf Senden. Sehe nochmal, wie er mir schneiden möchte. Also hier unten sagt er mir, meinen Cameo hat er gefunden, dass er dran ist. Er sagt mir einmal die Matte laden. Ich lade jetzt einmal die Matte kurz rein. Dann mache ich da gleich kurz mal mit. So, ich sitze jetzt hier wieder am Plotter. Ich muss ein bisschen hochnehmen, könnt ihr euch besser sehen. Genau. Leg die Matte hier an. Hier unten sind ja diese Linien zu erkennen. Hier ist die Außenlinie zu erkennen, wo man die Matte anlegt. Da legt man sie einmal an. Und dann sind hier diese beiden, ja, könnt ihr sehen, diese beiden Pfeiltaste, eine nach unten, eine nach oben. Und da drückt ihr dann einmal die mit dem Pfeil nach oben. Dann zieht er sich die Matte einmal ein. Und ich sage jetzt am Laptop einfach nur, dass ich jetzt das Ganze senden möchte. Das ist jetzt ein kleines Cameo gesendet. Er liest sich jetzt die Matte einmal ein. Er liest jetzt halt diese Randmarken auf der Matte liest er jetzt einmal. Er stellt das Messer einmal ein und dann fängt er jetzt auch gleich an zu schneiden. Er stellt das Automatikmesser einmal nochmal auf die richtige Schneidegröße ein. Schneidet. Genau, jetzt ist er auch fertig mit Schneiden. Dann spuckt er die Matte aus. Genau, wenn ich sie rausnehmen möchte,
ganz rausnehmen möchte, dann drücke ich jetzt den Pfeil hier, der nach unten zeigt. Damit spuckt er die Matte aus. Ne, also diese Matte ist auch wirklich super geeignet zum Papierschneiden. Da bleibt nichts von dem Papier drauf. Papier ist fest, aber nicht so fest, dass man es nicht wieder runterkriegt. Und jetzt kann ich das Ganze einfach runternehmen und ihr seht so schon. Ne? Er hat mir das Ganze jetzt wirklich schön rund ausgeschnitten. Also für mich ist das auf jeden Fall eine gute Funktion bei diesem Plotter, weil ich finde, gerade auch rund ausschneiden, also ich bekomme das nicht wirklich hin. Und dass ich den Plotter das so füttern kann, auch wenn ich am Programm noch ein bisschen was machen möchte, ist, finde ich das schon trotzdem eine Erleichterung. Ne? Für mich auf jeden Fall, weil ja, das ist eben mit dem Cricut so nicht möglich. Bei dem Brother Scanner Cut, gut, der hat da wie gesagt noch andere Möglichkeiten, weil er selber den Scanner und so drin hat. Aber auch der hat manchmal Probleme mit dem Linien wirklich erkennen, je nach Hintergrund. Ne? Dafür erkennt er filigranere Formen. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal weiter schauen, wie das ist mit abstraktere Formen erkennen, also ob es da eine Automatikfunktion gibt, wenn man irgendwie das Programm updatet, vielleicht, ob man dann sagen, ob er dann Umrandungen selber erkennt in dem Programm, weil theoretisch müsste es dazu in der Lage sein. Oder wie man das halt dann von Hand selber ein bisschen machen kann. Wie gesagt, da mache ich dann aber nochmal ein separates Video zu. Ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, was die Scan-Funktion so auf die Schnelle kann und dass es eben damit auch geht, dass man eben was Eigenes einscannt und ausschneiden lässt. Ne? Und nicht dieses erst übers Programm, dann ausdrucken, dann wieder rausziehen, solche Sachen, sondern man kann eben Designpapier zum Beispiel nehmen und sich da was ausschneiden lassen. Und das finde ich eben gut, weil das geht eben mit dem Design Space nicht. Das habe ich da ein bisschen vermisst. Hier geht es, finde ich gut. Ne? Also das waren nochmal so meine ersten Schneideversuche, das habe ich einfach auch nur. Aber wie gesagt, das ist auch richtiges Designpapier. Das habe ich dann halt einfach auch das ausgewählt und es geht, und dadurch, dass man eben das Material, was man dann einscannt, eben auch auf der Scanmatte schneidet, das ist eben auch gut. Ich muss das ja hier nicht runternehmen. Also ich muss das hier nicht separat scannen und muss dann das auf die Schneidematte aufbringen und solche Sachen. Das würde ja, da könnte der ja wieder ein Verzug, also eine Verschiebung reinkommen, dass das nicht mehr passt. Und gerade bei so kleinen Sachen ist es natürlich wichtig, dass das passt. Das heißt, man lässt das Material da einfach drauf, packt die Matte in den Plotter, in den Soulette. Und er weiß, wo das ist und schneidet das. Und das finde ich auch auf jeden Fall praktisch. Ne? Also es ist eine Möglichkeit, eben was einzuscannen und auszuschneiden. Finde ich gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Ist auch nochmal ein bisschen Erleichterung. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, ob das eine interessante Funktion für euch ist. Und auch, ob ihr gerne noch vielleicht mehr zusehen wollt zu der Funktion. Und genau, da würde ich mich einfach drüber freuen. So, ihr Lieben, das war's an dieser Stelle zu dem Video mit der X-Scan-Matte von dem Silhouette Cameo 4. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Hier noch eine Erinnerung. Gerne ein Däumchen nach oben da lassen, gerne ein Abo da lassen, da freue ich mich immer drüber. Und wie gesagt, auch immer über einen Kommentar von euch. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.